Hallo Freunde und willkommen zurück bei The Long Dark. Viel Spaß. Sehr schön. Da gab es noch was zu trinken. Okay, der Kältepunkt-Part geht zurück. Ich bin immer noch unglaublich erschöpft. Ich krieg einfach nicht genug von meiner Suchsession hier. Mein Schlafsack am Arsch der Welt liegen lassen. War das gerade Kaffee? War das gerade Kaffee? War das denn etwa gerade Kaffee? Jo, eine Dose Kaffee. Sehr gut. Ich habe es doch gesagt. Ich stehe nicht so auf Kräutertee. Ich will lieber Kaffee. Den Dosenöffner. Ja, dann ist das jetzt ja auch vorbei. Das Thema hier mit dem ewigen Dosen mit dem Messer öffnen oder aufschlagen. Da haben wir noch. Ey, da ist noch eine Fackel. Gib mir die. Okay, in diesen Kisten habe ich noch nie was gefunden. Muss ich zugeben. Außer halt, dass ich Holz draus machen kann. Mit Kühlschrank. Ah. Jawohl, immer her damit. Okay, langsam mache ich mich mal zurück auf den Weg zurück. Ich lebe jetzt schon relativ lange, also mich selbst verwundert. Hier drin habe ich natürlich noch ganz gut lachen, aber mein Zustand sinkt weiterhin wahrscheinlich, weil ich so. Okay. Wahrscheinlich, weil ich so müde bin. Gar nicht, wie viele Tage ich hier schlafen muss, um das wieder wegzumachen. Toll gemacht, das Spiel. Was einen die körperlichen Funktionen, Kälte, Nahrung, Essen und Erschöpfung hier beschäftigen, hätte man so gar nicht glauben wollen. Ich bin hier durchgehend in Action, obwohl ich noch nicht irgendwas eine Sache getroffen habe, die mich fressen wollte oder anderweitig töten. Außer halt die Natur an sich. Hier waren wir ja schon einmal, jetzt gehen wir wieder zurück. Gucken uns das natürlich noch mal ein bisschen genauer um hier. Ah, guck mal, Kanister. Ja, sehr schön. Das läuft doch gerade. Nee, ist klar. Nee, ich dachte es gerade noch so. Eigentlich müsste die Laterne ja irgendwann mal ausgehen. So, ich benutze die jetzt auch nicht. Ich habe zwei davon. Ja, zwei ab, dann können wir die zweite noch entzünden. Sonst hätte ich jetzt eine Fackel oder so genommen. Weil ich will jetzt das bisschen Benzin, was wir da gefunden haben, oder Petroleum, oder was auch immer, will ich jetzt nicht hier in die Lampe verhunzen, wenn ich nicht muss. Ach, hatte ich die kleinen gemacht. Seht ihr, ich habe die wieder nicht aufgesammelt. Dann wundere ich mich wieder, wenn ich an der Tonne stehe und kein Feuer brennt. Das ist, ja. The funny way of life halt. Hier kommt uns alles bekannt vor. Hier waren wir schon mal. Ich würde ja rennen, um euch hier die gleichen Anblicke nochmal zu ersparen. Aber ich kann nicht mehr. Ich bin völlig außer Puste, erschöpft. Erledigt. Guck mich nochmal in Ruhe um. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas Schönes. Und nächstes Mal werde ich versuchen, daran zu denken, meinen Schlafsack mitzunehmen. Das hätte mir nämlich jetzt hier viel Terz erspart. Hier möchte ich natürlich auch noch hin, aber nicht jetzt. Jetzt will ich mich hier ausruhen. Ich will, ich muss, wie auch immer. Aber das ist cool. Okay, jetzt sehen wir die Leiche auch mal ein bisschen. Ach, was liegt denn da vorne? Kann ich das nicht nehmen? Na gut. Man kann nicht alles haben, ne? Waren wir, glaube ich, genau auf der Seite waren wir noch nicht. Dann haben wir hier auch erstmal alles durch. Das gibt's doch nicht. Wie kommt ein Wolf hier rein? Na, wie kommt denn ein Wolf hier rein? Ich kann nicht rennen. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie ich kämpfe. Aber wir haben den Wolf hier drin. Hat mich erschreckt, das blöde Vieh. Okay, ja, da drin war ich ja schon. Einmal tief durchatmen. Läuft ein Wolf drin rum. Oh, was haben wir hier? What have we here? Dose, da habe ich schon einen. Okay, jetzt habe ich ein Bein. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich dieses blöde Bein in die Hand nehme, um dem Wolf da den Arsch zu versohlen. Hä? Wurzellaternen nicht. Ausrüstung. Werkzeug. Beil. Aktion. Zerlegen, reparieren. Nichts von beiden möchte ich. Gut, reparieren kann ich so auch nicht.
Wolf mit der Fackel ein paar hauen. Okay. Schwingen. Ja. Schwingeffekt. Na egal. Komm her, du Wolf. Einer von uns beiden stirbt hier jetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wissen will, wer. Wölfchen. Ah, ich verteidige mich. Ich klicke. Okay, er scheint unten links ist das Messer. Ich glaube, er nimmt das Messer. Jetzt zerreißt mir meine Kleidung. Hab ich gewonnen? Der ist nur ein Stück zurück. Mal einmal hier gucken. I don't have much more in me. Ja, ich weiß. Wo ist der blöde Wolf jetzt hin? Okay, ich gehe jetzt in den Schlafsack und hoffe das Beste. Gibt's ja nicht. Der schreckt mich doch gleich wieder hier im Dunkeln oder so. Unten links stand das Messer. Ich glaube, er hat automatisch das Messer eingesetzt. Komm, ich nehme irgendwas in die Hand. Ist mir. Muss hier irgendwo sein. Das gibt's doch nicht. Okay, ich muss hier nochmal raus. Das ist blöde Vieh. Bist du verletzt oder was? Also, ich habe jetzt Mitgefühl, ja? Ich mag die alle. Warum kann ich die nicht alle machen? Starke Prellung habe ich. Okay. Aber der Wolf ist alle. Erste Hilfe. Jetzt gib mir hier doch mal Schmerzmedikamente oder so. Lass mich doch mal was machen. Ich kann es nicht benutzen. Ich kann nichts von dem Zeug benutzen. Ja, okay. Was soll ich machen? Schneiden wir uns da raus aus dem Wolf. Was wir mitnehmen können. Und ich muss immer. Oh, Zustand. 18%, Leute. Ich bin so gut wie. Too heavy. Zu schwer. Okay. Kann ich auch nicht ändern. Frischer Darm. Frischer Darm. Es ist echt so. Ja, egal. Ich gehe jetzt nonstop zum Schlafsack. Und dann wird hier geknackt. Ich hoffe, ich laufe nicht gerade die ganze Zeit vor der Wand. Ich sehe hier nämlich nichts. Ich habe auch keine Lust, schon wieder anzuhalten und die blöde Fackel zu suchen. Wir irren hier gemeinsam durchs Dunkel. Doch, da wird's hell. Okay. Das wollte ich gerade doch in den Rucksack, aber jetzt haben wir es doch. Ein paar Sekunden Dunkelheit für euch. Okay, nicht mal hier drin ist man sicher. Scheiß, wo ist denn mein Schlafsack überhaupt? Ach, Durst. Okay. Was haben wir denn noch? Trink weg. Ja, alles gut. Wir kochen uns gleich erstmal einen Kaffee, wenn wir wieder wach sind. Und dann wird das hier. Okay, das hat geholfen. Mir ist saukalt. Wahrscheinlich, weil meine Kleidung zerrissen ist. Die werden wir gleich mal reparieren. Und gleich heißt dann halt nach dem Schlafen. Okay. Wir schlafen jetzt auch mal richtig lange hier. Das hilft ja nichts. 12 Stunden können wir schlafen. Das bringt uns einen Wärmebonus. Also, Leute, ne? Haut rein und bis die Nächte.